Wir haben heute eine Gesellschaft, die sowas von gottlos ist, dass es nicht mehr zu beschreiben ist. Die Sünde geht durch diese Kurzlebigkeit der Medien, geht wie ein Lauffeuer über die Lande. Das heißt, es wird jetzt alles ganz kurzfristig. Wenn bisher Sünde nicht einmal im Kopf eines Menschen war, wird sie jetzt durch die Medien blitzartig über den ganzen Erdball verbreitet. Und das ist das Antichristliche, das Teuflische. Und im Endeffekt findest du dann diese ganze Gräuelsünde über die ganze Erde zerstreut, egal wo du bist. Und das ist Endzeit, wo die Bibel plötzlich sagt, es wird sein wie zur Zeit Sodom und Gomorras. Jetzt war aber Sodom und Gomorra nur ein begrenzter kleiner Ort. Und hier letztendlich sagt die Bibel, es wird die ganze Welt sein. Es wird auf der ganzen Welt zugehen, wie bei Sodom und Gomorra. Wenn man Sodom und Gomorra denkt, dann denkt man immer an bestimmte Sünde oder Unzucht. Aber es ist eigentlich interessant. Die Bibel sagt noch was. Und zwar, sie sagt in Hesekiel 16, Vers 49, dass hier eine Wurzel dieser Sünde war. Eine Wurzel dieser Ausbrüche, die letztendlich geschehen sind. Wenn der Herr Jesus sagt, es wird sein wie zur Zeit Sodom und Gomorras, ich möchte mal Noah zurückstellen, einfach Sodom in den Mittelpunkt, dann heißt es hier, siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Jetzt kommt eigentlich nicht unbedingt die Unzuchtsverirrung, sondern jetzt kommt die Wurzel. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber den Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand. Das ist genau der Zustand, der sich hier vor allem in der westlichen Welt zeigt. Das heißt, man hat hier einen ungeheuren Hochmut. Man glaubt, ohne Gott leben zu können. Man ist eiskalt dabei, aus jeder Verfassung Gott rauszuwerfen. Und hat nie Psalm 2 gelesen, wo drin steht, dass Gott über das alles bloß lacht, um dann in seinem Zorn mit ihnen zu reden. Und das Nächste, was hier ist, Speise in Fülle. Das heißt Wohlstandsgesellschaft. Gott sagt, so wird es sein, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Es wird genau diese Welt kennzeichnen. Eine weltweite Sündhaftigkeit. Ein gewisser Wohlstand, zumindest in unseren Reihen. Und es wird Hochmut da sein. Man glaubt, dass man Gott nicht mehr braucht. Und letztendlich, man wird sich nicht um die kümmern, die zugrunde geht. Was macht der Gläubige in dieser Welt, wo wirklich Sodom und Gomorra aus jeder Ecke hervorschaut? Und wenn man es jetzt einmal hier ansieht, dann sieht man in Vers 5, er kriegt Besuch und plötzlich kommen diese Menschen in ihre sexuelle Verirrung und das war damals genau das Gleiche. Er sagt, wie Sodom und Gomorra, und hier war letztendlich Homosexualität. Und das ist genau das, was die Bibel sagt, was die Endzeit vor der Wiederkunft Jesu prägen wird. Die vier Sünden der Endzeit aus Offenbarung 9, 21, wo Unzucht ja eine Zentralsünde ist, außer Betrug, außer Mord, außer Zauberei, das wird langsam immer zum Normalzustand dieser Welt. Du kannst, wenn du die Zeitung aufschlägst, und ich lese Zeitung relativ intensiv und relativ genau, aus diversen Gründen, und ich schlage hinter die Kinoanzeige auf, dann hast du fast nur okkultes Zeugs. Und wenn man jetzt Vers 12 guckt, dann sieht man die Männer, die haben gewarnt und sagtet, wir, Vers 12, 13, 14, wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, diesen Ort zu verderben. Das heißt, es war genau das. Jetzt kommen wir zu Noah. Das war ja auch das, was Noah sagte. Noah hat seinen Leuten damals gepredigt. Es ist alles ruhig, es ist alles friedlich, es sieht alles harmlos aus. Aber hier ist ein Schiff. Wenn er hier nicht reingeht, also ich beschreibe es mal in meinen Worten, dann wird irgendwann diese Flut kommen, wird alles vernichten. Woher weißt du das? Sie haben ihn ausgelacht. Gott hat es gesagt, und das ist das Interessante. Das, was Gott gesagt hat, interessiert heute diese Welt nicht mehr. Wir müssen uns das abschminken. Auch die große Denominationen, die Großkirche. Wir sind kein christliches Abendland mehr. Was die auch alle treiben, das hat mit Evangelium nichts mehr zu tun. Das ist teilweise das krasse Gegenteil. Das heißt, wir sind heute in einer Situation, wo ein christliches Abendland zu einem Heideland ohne Ende geworden ist. Wir haben nicht einmal, ich behaupte jetzt einfach, nicht einmal 1% wirklich bekehrte Leute in Deutschland. Gehen wir nach Afrika oder selbst nach China, irgendein andere Länder, und du hast mehr Bekehrte wie bei uns. Wir sind ein Heideland. Wir sind ein absolutes gottloses Heidenland, und dieses Heideland letztendlich öffnet sich immer mehr Sodom und Gomorra. Es öffnet sich immer mehr diesen Sünden, und das, was hier passiert ist, dass das Verderben vor der Tür steht, von dem redet die Bibel genauso. Sie sagt, es wird kommen wie ein Fallstrick über diese Erde, und er wird die alle richten. Und das muss uns klar sein, das ist das Umfeld, wo wir leben. Wisst ihr, jetzt kommt das Entscheidende. Wie konnte ein Lot, ein normaler Gläubiger, sich hier in Sodom ansiedeln?
Wie kann sich ein normaler Gläubiger hier in dieser Welt ansiedeln im Sinne von, dass er sein Herz für diese Welt öffnet, wenn er genau weiß, es wird das Gleiche passieren wie in Sodom und Gomorra. Es wird das Gleiche passieren wie bei Noah. Das Verderben steht vor der Tür, die Falle ist da, die Bombe tickt, ist nur Frage der Zeit, bis sie explodiert. Und wenn dessen Gläubiger begreift, dann muss er in sich gehen und sagen, Moment, was muss ich tun? Offenbarung 18,4, Gott sagt es eigentlich relativ einfach. Die Bibel redet ja von der Hure Babylon, das ist in dem Fall, ich sag's mal so, eine Darstellung, die der geistliche, der religiöse Teil dieses neue Sodom und Gomorras letztendlich abdeckt. Das heißt hier, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Das heißt, es ist hier ungeheuer gefährlich und Gott befiehlt seinem Volk, zu Deutsch, Absonderung, geh raus aus diesen Dingen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ein Gläubiger in der Endzeit Entscheidung fallen will. Der Gläubige will immer bloß hören, wie die Endzeitabläufe sind. Programme und das gefällt den Leuten, dann kommen sie dann. Aber es gibt was viel Schlimmeres. Die Frage ist, was meint Gott mit dieser Endzeit? Was bedeutet das für mich und für dich ganz persönlich bezüglich unseres Lebensstils, bezüglich unserer Einstellung, bezüglich unserer Pläne? Was haben wir für Pläne angesichts des Gerichtes Gottes, das hier da ist? Was macht Gott, wenn ein Volk völlig zerrüttet ist, wenn ein Volk völlig degeneriert ist, wenn ein Volk völlig im Okkultismus landet, völlig in der Perversion landet? Gott macht immer das Gleiche. Er löscht es aus. Es gibt eine Studie, amerikanische Studie, das heißt Sex and Culture, das heißt Sexualität und Kultur. Da weist der Autor nach, hat mit dem Evangelium zuerst schon mal gar nichts zu tun, er weist nach aufgrund von bestimmter Kulturkreise, von den Inkas bis zu den Römern, am besten kann man es bei den Karthager zeigen, weist er ganz genau nach, sobald eine bestimmte Perversion, eine bestimmte Degeneration, das heißt ein Fall in die Sünde, um es deutsch zu sagen, sobald er hineingeht in die Sünde, passiert. Aber jetzt kommt was Interessantes. Die Sünde haben die Menschen immer begangen. Ist gar keine Frage. Die Sünde sind immer da. Der Mensch ist immer der gleiche. Aber sobald, das ist der entscheidende Punkt, etwas passiert, und das hat dieser Mann empirisch, also wissenschaftlich untersuchend festgestellt, dass in dem Moment, wenn das zu der Normalsituation wird, sobald es sich etabliert, sobald alle das tun, sobald man sich nicht mehr drüber aufregt, sobald es normal ist, und das ist heute, dass immer, Regel und Ausnahme, in alle Untersuchungen, die letzte Generation war, bevor die Kultur unterging. Ich will ja Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Weil Gott in unseren Herzen und in unserer Mitte ist, haben wir uns abzusondern, und zwar rigoros. Wisst ihr, heute geht's immer taktisch. Ja, dann kann ich den nicht erreichen. Und? Erreichst du ihn denn? Wie viel hast du bekehrt? Also ich sag's einmal provokativ. Niemand kann andere Menschen bekehren. Nur Gott bekehrt die Menschen. Aber wie viel hast du zur Bekehrung führen können? Wie viel hast du erreicht mit deinem Kompromiss? Erzähl's mir einfach. Dann erzähl ich dir, wie viel gewonnen wurde ohne Kompromiss. Nämlich die meisten. Hier ist etwas Furchtbares eingebrochen in die Christenheit. Man hat Sodom und Gomorra reingeholt, statt es rauszuschmeißen. Man hat Babylon akzeptiert, statt alles wegzutun. Ich möchte es nochmal sagen. Wenn jemand hier reinkommt, dann muss er wissen, wenn er sich nicht bekehrt und der Herr Jesus nicht aufnimmt, dann fährt er in die Hölle. Tatsache. Und um das geht's auch hier in dieser Versammlung, sonst um gar nichts. Schon mal Punkt 1. Und wie dann die Gemeinde lebt. Es geht nicht darum, dass wir ein bisschen fromm sind und Frömmigkeitsstil haben. Es geht darum, ob jemand in den Himmel kommt oder in die Hölle fährt. Und das ist das Problem der Endzeit. Wir müssen, wenn wir dem Befehl Gottes gehorsam sind, uns von Babylon trennen, wenn wir ausgehen, wenn wir wirklich überlegen und sagen, das ist also genauso wie zur Zeit Noahs, also muss ich in die Arche. Klare Bekehrung. Das Gleiche, wenn es so ist wie Sodom und Gomorra, dann muss ich hier nicht wo rein, sondern wo rausgehe, nämlich aus der Sünde, aus diesem ganzen Pool von Sodom und Gomorra. Ich muss einmal rein, nämlich in die Arche, gerettet werden, und zum anderen muss ich raus aus der Sünde, aus der Welt, und muss Gott dienen. Und wenn das der Fall ist, dann, wenn das von ganzem Herzen geschieht, dann kommt man auf den Berg. Aber es passiert nicht, wenn man es halbleibig macht. Wisst ihr, mit so einem geteilten Herz, da passiert gar nichts. Er sagt hier 24, denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Was siehst du, wenn ein Gewitter kommt? Du siehst bei einem Gewitter nur, da braut sich was zusammen. Das ist genau das, was du heute siehst.
Du weißt nicht, wann es kommt. Du kannst auch nie sagen, wann der Blitz einsetzt oder der Donner. Du kannst nie sagen, kommt nur Donner, kommt nur Blitz, kommt's miteinander, kommt's überfallartig. Das kannst du nie vorher sagen. Und genau das Bild nimmt der Herr Jesus. Er sagt praktisch, du siehst, wie sich alles zusammenbringt. Du siehst, es ballt sich, da passiert etwas. Du siehst jetzt endzeitlich, die Menschen werden immer frecher Gott gegenüber. Die Sünde nimmt immer mehr überhand. Wir sind degeneriert. Für das, was du vor 20 Jahren ins Gefängnis gekommen wärst, oder vor 30, wirst heute bestraft, wenn du nicht zustimmst. So weit sind wir inzwischen. Es wird alles auf den Kopf gestellt. Will ich nur mal etwas sagen von der Hurerei. Und dass vielleicht das auch keine Frage ist. Jede Sexualität außer der Ehe ist laut Bibel Hurerei, das muss man so sagen. Wenn zwei zusammenleben und verheiratet, dann sind sie biblisch gesehen Unzüchtige und Hurer. Und die wird Gott richten. Die Bibel sagt ganz klar, es wird passieren. Du siehst, es braut sich, du siehst die ganzen Zustände. Du siehst Israel, der Laststein, Zacharia 12, 14, für alle Völker. Du siehst, wie es sich braut, wie es immer schlimmer wird. Und jetzt weißt du, irgendwann setzt der Blitz ein. Der Blitz ist die Wiederkunft Jesu Christi, laut dem Text. So wie der Blitz plötzlich auslöst, so blitzartig, unvorhersehbar, nicht berechenbar wird die Wiederkunft Jesu Christi sein. Und in dem Moment, wie das passiert, das muss uns klar sein, alle auch in unserer Mitte, ist die Gnadentür zu. Man kann sich dann nicht mehr bekehren, es ist zu spät. Und das ist der entscheidende Punkt aus den ganzen Texten, wenn ihr alle Endzeittexte lest, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 17, Lukas 21, wenn ihr die alle lest, die Prophetie vom Herrn Jesus, werdet ihr immer etwas atmen aus allen diesen Texten. Ihr werdet sehen, die Texte haben immer die gleiche Botschaft. Sie merkten nichts. Am Ende von dem Text sagt sie, wo das Aas ist, das sind die Geier. Aas ist ein toter Körper und Geier ist das Bild für die Dämonen. In 1. Mose 15, als Abraham das große Opfer bringt, stürzen die Vögel, die Raubtiere drauf zu. Und die Bibel sagt in Offenbarung 18, Babylon ist eine Behausung jedes unreinen Geistes und Vogels. Also Vögel steht in der Bibel in der Regel für Dämonen. Das heißt, wenn die Bibel so eine Aussage macht, sie sagt, dort wo der tote Körper ist, da steht Soma, also ein Körper, ein Leichnam, also wo ein geistlicher Tod ist, dort sind die Finsternismächte. Und jetzt, was kann man tun? Da muss man raus, da muss man sich letztendlich trennen. Und jetzt gibt es ein berühmtes Sendschreiben, ich möchte da ein paar Stellen davon lesen, das Sendschreiben schon vor Philadelphia und Laodicea. Und zwar, weil es hier mit dem zu tun hat, was jetzt gerade in der Endzeit passiert. Und zwar Offenbarung 3, ab 1. Es ist das Sendschreiben Sardes. Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und das ist ein Zustand. Das sagt die Bibel jetzt nicht, die sind schon alle abgefallen. Die Bibel sagt nicht, die sind alle nicht bekehrt. Sondern sie beschreibt den Zustand. Und jetzt sagt sie in Vers 2, werde wach. Also das ist das. Das heißt, erschrick, zucke zusammen. Sieh, was passiert und stärke das Übrige. Das heißt, das, was noch da ist. Das im Begriff steht zu sterben. Das ist ganz wichtig von der Zeitform her. Das heißt, du musst aufwachen und merken, dass du noch nicht tot bist, dass du noch nicht in Sodom gelandet bist, noch nicht in Gomorra sitzt, aber dass da ein Abwärtstrend da ist, dass etwas passiert in deinem Herzen. Und jetzt sagt er, du Gläubiger praktisch, stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Wie hat er das gemerkt? Denn, und so hätte es der Gläubige merken können, wenn er auf den Herr Jesus gehört hätte. Der Herr Jesus hat es gemerkt, das ist keine Frage. Aber wie hätte es denn der Gläubige merken können? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, und zwar, weil ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor dir. Du merkst es ganz einfach, an deinem Verhalten, was du tust. Römer 12 sagt, das was drin ist, kommt raus in deinem Verhalten. Wo du hinläufst, dort hängt dein Herz. Wo du hinziehst, dort sitzt dein Herz, das ist doch klar. Wir tun immer so fromm und so heilig und so. So ist doch ganz einfach. Ich sage immer, du, wenn ich wissen will, wie jemand ist, lass mich längere Zeit mit ihm zusammen sein. Nach einer kurzen Zeit kann jeder Teuchelei nicht mehr halten, das ist normal. Nach kurzer Zeit weißt du, was Sache ist. Ganz einfach. Dann weißt du, was los ist. Das sieht man letztendlich, wie die Menschen denken, wie sie vom Teufel in die Falle gelockt werden. Systematisch vom Teufel in die Falle gelockt werden. Das kommt aus ihrer Seele, aus dem Seelenleben. Jetzt sagt die Bibel, du darfst dein Seelenleben nicht leben. Gib es in den Tod. Mit Christus gekreuzigt, mit diesen drei Dingen.
Also ich sage es mal so, das Erste ist klar, das ist der Linksbalken des Kreuzes. Durch Jesu Blut mit Gott dem Vater völlig in Ordnung. Und das andere ist der Querbalken des Kreuzes, mit Menschen gleichzeitig versöhnt. Links und rechts war die sündige Menschheit. Ich bin versöhnt. Ich habe Frieden mit Gott und Menschen. Und gleichzeitig ist klar, dass ich ein Gotteskind bin. Mit dieser einfachen Haltung, sagt die Bibel, wirst du überwinden. Und da gehört natürlich dazu, auszugehen. Man muss es einfach mal nüchtern sehen. Im Endeffekt musst du hier eine Haltung einnehmen. Und es rentiert sich, dass ein Gläubiger sich einmal eine Woche lang in der stillen Zeit 1. Korinther 7 vornimmt. Und es wirklich mal durchdenkt, was das praktisch heißt. Und das Nächste, was er hier sagt, und die Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn diese Gestalt dieser Welt vergeht. Da sagt, du sollst die Welt gebrauchen, wenn es es gar nicht geben würde. Das heißt doch zu Deutsch, ich lebe in der anderen Welt. Ich lebe im Herr Jesus. Ich lebe in der Reinigung durch Jesu Blut. Ich habe gebrochen mit der Sünde. Ich bin abgesondert von dieser Welt. Benutze aber den Rest von dieser Welt eiskalt. Ich benutze ein Auto, um irgendwo hinzufahren. Ich benutze Kleider, um mich zu bedecken. Ich benutze alles, was ich habe, meine Mittel, um letztendlich vernünftig in dieser Welt zu leben und gleichzeitig Gott zu dienen. Aber es darf mich nicht ergreifen. Und jetzt sagt der Vers 32, wo die Falle sitzt. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Er will nicht, dass ihr Sorge ist. Und dann redet er auch noch den. Das heißt, er will, dass keine Sorge da ist, dass ein Mensch hier normal lebt, aber die Welt darf ihn nicht greifen. Und das kann man nur, wenn man innerlich vollständig ausgeht.